Die private Vorsorge ist für jeden, der sein Alter auch finanziell genießen möchte, absolut Pflicht. Wenn du allerdings sagst, ich möchte nicht die geförderten Töpfe benutzen oder du hast dieses schon voll ausgeschöpft, dann ist dieses Video für dich genau das Richtige. Willkommen bei Finanzen einfach verstehen. Mein Name ist Leon und auf diesem Kanal erwarten dich praktische und hilfreiche Tipps rund um deine Finanzen. Wenn du also in Zukunft finanzfit werden möchtest, ganz wichtig bevor es losgeht, unten einmal den Kanal abonnieren, die Glocke an und schon verpasst du keines unserer Videos. Derjenige, der sich früh mit seiner eigenen Vorsorge beschäftigt, der kann sein eigenes Glück mehr oder weniger zwingen, denn es kommen zwei tolle Faktoren zusammen. Lange Laufzeiten und kalkulierbare Aktienrenditen eben auf lange Laufzeiten. Das heißt, ich kann hier mit 7-8% pro Jahr relativ gut und zukunftsorientiert planen und kann damit aus einem kleinen Vermögen ein großes schaffen. Wir haben uns schon in vielen Videos angeschaut, dass eben ohne jene Aktienmarktrendite es kaum möglich sein wird, das Vorsorgeloch zu schließen. Und deswegen finden wir persönlich im Bereich der nicht geförderten Produkte die vorgebundene Rentenversicherung als eines der attraktivsten. Aber nun, wie funktioniert denn überhaupt so eine vorgebundene Rentenversicherung? Der Name sagt es schon, ich investiere hier genauso wie bei einem normalen Sparplan mein Geld in Fonds. Das können aktiv verwaltete Investmentfonds sein oder das können passiv verwaltete ETFs sein. So soll ich im besten Fall eine große Rendite rausholen. Das Geld wird dabei allerdings nicht, wie wir es klassischerweise kennen, in einem Depot bei einer Kapitalverwaltungsgesellschaft verwahrt, sondern in dem Moment tatsächlich beim Versicherer im Versicherungsmantel. Das bringt einige Vorzüge mit sich, hat aber auch einen Preis. Und mit dem möchten wir zuerst beginnen. Nachteil Nummer 1, und das ist der größte Nachteil überhaupt, ich habe natürlich zusätzliche Kosten. Denn der Versicherer, der den Versicherungsmantel anbietet, der will auch seinen Teil vom Kuchen abhaben. Je nach Anbieter schwanken diese Kosten. Es gibt Abschlusskosten, es gibt laufende Kosten und die liegen in der Regel irgendwo zwischen einem halben und 1% pro Jahr. Aber Achtung, hier bitte wirklich die Augen aufhalten. Ich bekomme ja immer wieder verschiedene Verträge auf den Tisch und letztens hatte ich einen, da ist mir die Kinnlade runtergeflogen. Da wollte die Versicherung 22% der eingezahlten Beiträge. Jedes Jahr haben wir Verwaltungskosten. Und dann kam noch was mit dazu. Das war dann schon etwas zu viel. Nachteil Nummer 2, der fällt aber deutlich kleiner aus. Hier geht es um die Verfügbarkeit. In der Regel sind diese Verträge auch verfügbar. Das heißt, du kommst an dieses Geld, was du drin angespart hast, jederzeit ran. Es kann aber sein, dass du dir Mindestsummen entnehmen musst, zum Beispiel 1000 Euro, oder dass es einfach ein paar Wochen dauert, bis der Betrag auf dein Konto ausgezahlt wird. Ich bin also nicht zu 100% flexibel, sondern nur zu 95%. Nun, es gibt zwei Nachteile. Kommen wir also jetzt zu den Vorteilen und warum vielleicht doch eine vorgebundene Rentenversicherung für dich Sinn machen könnte. Und Vorteil Nummer 1, das ist ganz, ganz klar der größte Vorteil. Das ist die steuerliche Optimierung, wenn ich später mal an dieses Geld ran möchte. Ich habe hier nämlich zwei Optionen, wie ich dieses Geld später in Anspruch nehmen kann. Option Nummer 1, ich lasse mir aus diesem Topf eine lebenslange Rente ausbezahlen. Und dann habe ich eine steuerliche Behandlung und habe nur eine Ertragsanteilsbesteuerung. Wenn es eine Ertragsanteilsbesteuerung gibt, dann wird einfach geschaut, wie alt bin ich beim Erstbezug dieser Rente. Je nachdem habe ich eben den Anteil meiner Rente, den ich besteuern muss. Wenn ich also mit 67 hier an diesen Topf rangehe und eine Rente beziehe, dann muss ich nur 17% meiner Rente versteuern. Machen wir das Ganze mal an Zahlen fest, damit es etwas einfacher wird. Wenn ich 500 Euro Rente erhalte, muss ich 17% versteuern. Das sind dann 85 Euro. Wenn ich auf diese 85 Euro 20% als Steuersatz bezahlen muss, sind das 17 Euro an Abgaben, die ich zu leisten habe. Von meinen 500 Euro Rente bleiben also 483 Euro netto nach Steuern. Option Nummer 2, ich kann auch jederzeit einmalig Geld aus diesem Topf entnehmen. Hier musst du dir zwei Zahlen merken, die 12 und die 62. Wenn ich den Vertrag nämlich mindestens 12 Jahre laufen habe und frühestens mit 62 an dieses Geld rangehe, dann muss ich nur 50% meiner Gewinne versteuern. Kleiner Unterschied auch an dieser Stelle noch, den Steuersatz, den ich dann zu zahlen habe, das ist nicht die Kapitalertragssteuer, also diese pauschalen 25%, sondern mein persönlicher Steuersatz. Und gerade als Rentner, wenn ich hier mal Geld rausnehme, habe ich in der Regel einen etwas tieferen Steuersatz. Rechnen wir doch jetzt einfach mal wirklich an Beispielen genau diese beiden Vorteile durch. Ich persönlich bin 24 Jahre alt. Ich habe also mal geschaut, wenn ich jeden Monat 100 Euro noch bis zum Rentenalter 67 ansparen würde und dabei die 7% Marktrendite bekomme, was wäre am Ende in diesem Topf drin? Bei knapp 52.000 Euro, die ich selber eingezahlt habe, komme ich hier auf über 300.000 Euro, die in meinem Topf drin sind. Heißt im Umkehrschluss, wenn ich dieses Geld auf einen Schlag rausnehmen würde und ich würde es eben im privaten Bereich ansparen, dann wären über 250.000 Euro hier mein steuerpflichtiger Gewinn, 25% gehen davon weg und es bleibt auch dieser Betrag übrig. Jetzt machen wir die Gegenrechnung und wenn ich denselben Betrag investiere und eben ein halbes Prozent zusätzliche Kosten berücksichtige für die vorgebundene Rentenversicherung, dann kann ich das Ganze also nur mit 6,5% hochrechnen. Allerdings habe ich jetzt einen großen Vorteil, ich muss nur 50% meiner Erträge besteuern. Und wenn ich auf diese 50% nur meine 25% bezahlen muss, wir bleiben mal beim gleichen Steuersatz, dann habe ich im Endeffekt fast dasselbe Geld raus, wenn ich das Ganze netto betrachte. Jetzt schauen wir uns noch die monatliche Zahlung an.
Wir bleiben bei demselben Beispiel, wenn ich 500 Euro entnehme aus meiner vorgebundenen Rentenversicherung als monatliche Zahlung, dann kriege ich 483 Euro netto ausbezahlt. Selbes Prinzip, wenn ich jetzt an den privaten Topf rangehe, der zu 5 Sechsteln aus Gewinn besteht, dann müsste ich hier 5 Sechstel des Betrages mit 25% versteuern. Um dann eben auf dieselbe Zahlung netto auf mein Konto zu kommen, müsste ich ungefähr 25% mehr aus diesem Topf entnehmen. Der große Vorteil Nummer 2, das ist die Steuerneutralität während der Laufzeit. Das heißt, solange ich mein Geld hier im Versicherungsmantel anspare, ist mein Geld komplett von der Kapitalertragssteuer geschützt. Ganz egal, ob es hier regelmäßige Ausschüttungen gibt, die wieder reinvestiert werden, oder ob ich persönlich sage, okay, ich möchte vielleicht eine Anlage gegen eine andere austauschen. Die Gewinne, die ich dort habe, die normalerweise im Depot realisiert und versteuert werden müssten, die bleiben alle hier drin, sodass ich meinen Zinseszinseffekt absolut und hundertprozentig nutzen kann. Das ist auch der Grund, warum ich gerne bei solchen Verträgen mit Themenanlagen arbeite. Ich habe hier gerne im Kern einfach eine weltweite Aktienmarktanlage, die einfach mal die Marktrendite bringt. Aber baue drumherum gerne mit Teilen des Geldes noch Positionen, bei denen ich in Zukunft etwas höhere Renditen erwarte. Das kann zum Beispiel der Tech-Bereich sein, das können kleinere Unternehmen sein, die in den letzten Jahren einfach sehr, sehr gut performt haben. Und wenn wir in 5, in 10, in 15 Jahren sagen, nein, das passt für uns nicht mehr in die Landschaft rein, dann nehme ich diese Anlage raus, ich löse keine Steuerbelastung aus und nehme eine neue Anlage mit hoffentlich besseren Renditechancen mit dazu. Und so kann ich meine Rendite Jahr für Jahr hoffentlich ein Tick optimieren. Vorteil Nummer 3, ich sichere mir den heutigen Rentenfaktor. Denn genauso wie jede andere Versicherung soll eine vorgebundene Rentenversicherung mich gegen ein Risiko schützen. Und hier geht es um das Risiko der Langlebigkeit. Klingt natürlich erstmal ganz, ganz wunderbar, aber wenn das Geld am Ende etwas knapp wird, dann macht das keinen Spaß. Indem ich nämlich hier eine monatliche Zahlung vereinbare, die der Versicherer mir von Tag 1 meiner Rente bis zu meinem letzten Tag bezahlen muss, weiß ich, dass eben während dieser ganzen Zeit jeden Monat dasselbe Geld auf mein Konto kommt und ich finanziell versorgt bin. Wenn ich einen solchen Vertrag heute abschließe, dann habe ich immer einen garantierten Rentenfaktor drin. Der fällt etwas kleiner aus, wie es die heutige Lebenserwartung normalerweise hergeben würde, aber der Versicherer möchte sich zumindest ein klein wenig gegen ein steigendes Lebensalter schützen. Zudem sichere ich mir einen Rentenfaktor mit den heutigen Rechnungsgrundlagen. Das heißt, ich bekomme zum Beispiel 25 Euro jeden Monat ausbezahlt, pro 10.000 Euro, die in diesem Topf drin sind. Und davon kann der Versicherer auch nicht abweichen. Will ich das Geld privat ansparen und dann vielleicht in 40 Jahren sagen, jetzt möchte ich mir das Ganze verrenten lassen, dann müsste ich Abschlussgebühren auf einen sehr, sehr viel höheren Betrag zahlen, weil mehr Geld im Topf drin ist, und ich müsste dann gültigen Rechnungsgrundlagen nutzen. Das heißt, wenn dann der Versicherer zum Beispiel nur noch 15 Euro pro 10.000 Euro bezahlt, bekomme ich für dasselbe Geld deutlich weniger Rente ausbezahlt. Und der Vorteil Nummer 4, und das ist auch ein sehr, sehr entscheidender Faktor aus meiner Sicht, wenn es ums Thema Vorsorge allgemein geht, das ist, dass ich die Vorsorge eben hier vom ganz normalen Sparen auch eben im Kopf und von den Produkten trennen kann. Denn ein großes Risiko, was da wäre, wenn ich meine Vorsorge im selben Topf wie mein normales Sparen betreiben würde. Vielleicht habe ich in 10, 15 Jahren ein großes Projekt vor der Nase, zum Beispiel die eigene Immobilie. Dann nutze ich dieses Geld als Eigenkapital und habe meine Vorsorge mitverwendet. Ich habe also 10, 15 Jahre lang Vorsorge betrieben, ohne Vorsorge zu betreiben. So habe ich wirklich auch produkttechnisch zwei getrennte Themen. Einmal den normalen Topf fürs Ansparen, für Investitionen in der Zukunft und meine Vorsorge, die wirklich ganz gezielt fürs Alter da ist. Wenn wir uns also alle diese Nachteile und Vorteile anschauen, dann überwiegen aus meiner Sicht, wenn es um das Thema Vorsorgen geht, ganz klar die Vorteile. Allerdings ist eine FRV, eine vorgebundene Rentenversicherung, kein Substitut für den normalen Sparplan. Also wenn du auf 10, 15, 20 Jahre Geld ansparen möchtest, dann lass die Finger von dieser, da spielt sie ihre großen Vorteile nicht aus. Deswegen ist es für mich kein Entweder-Oder, sondern ein Und. Nutze Sparpläne für den Vermögensaufbau, für Ziele, die in 10, 15, 20 Jahren auf dich warten. Nutze ganz gezielt Vorsorgeprodukte mit renditestarken Anlagen, damit du im Alter gut versorgt bist. Wie hast du denn deine Vorsorge bisher aufgestellt? Schreib es uns doch einfach einmal runter in die Kommentare. Jetzt sind wir schon wieder am Ende von unserem heutigen Video angekommen. Wenn dir das Video gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns ein Like da lässt, den Kanal abonnierst, die Glocke anmachst, denn dann sehen wir uns nächste Woche beim neuen Video. Bis dann, mach's gut. Ciao. Thank you.